Okay, also Computer hier. Hier kommen jetzt erstmal die Schrauben rein. Hier kommt Kupferblech rein. Kann der wieder schön Zeug bauen. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Kabel. So, und dann hatte ich ja hier diese eine lustige Kiste, in der sich Plastik gesammelt hat. Jetzt nehme ich alles raus und hau das hier mit rein. Gut. So, dann werden jetzt hier erstmal wieder Computer gebaut. Fünf Stück nehmen wir mit. Zweihunderteinunddreißig. Ich glaube jetzt haben wir die Motoren zusammen. Dann sind es also, da bin ich ja froh, dass ich hier auch Computerzeug mitgenommen habe. So, das kann ich jetzt erstmal alleine lassen. Das baut Computer. Also wenn ich gleich ganz viele brauche, dann komme ich mal gucken. Dann habe ich ja vorne bei mir noch ein bisschen Computerproduktion angestoßen. Da gucke ich jetzt gleich auch mal nach. Aber erst gehen wir, wie gesagt, der Frage auf den Grund, ob ich, wie gesagt, dieses Wasserpumpen-Zeugs da irgendwo gebaut habe. Ich werde aber nicht übertrieben suchen. Ich gehe dahin, wo ich denke, wo es ist. Und wenn es da nicht ist, dann habe ich es wohl nicht. Fertig. Aber ich müsste ja eigentlich da dann auch eine Stromleitung hingelegt haben oder von da weggelegt haben. Wenn ich es nicht vollkommen vergessen habe, natürlich. Kann ich gleich auf jeden Fall auch nochmal losgehen, schön Quarz holen. Habe ich ja auch schon wieder richtig Bock drauf. Denn ich brauche jede Menge Quarzoszillatoren für diese Funksteuereinheiten. Gut, also. Ich vermute, wenn ich das gebaut habe, dann war das sicherlich da hinten irgendwo. Guck mal, da oben klebt eine Schnecke im Baum oder auf dem Stein oder so. Ich glaube, da oben bei diesen Wasserfällen. Ich meine, klar, hier unten habe ich das Lager gebaut. Richtig. Und irgendein Gegner hat mich gesehen, welcher auch immer. Bestimmt irgendwo da in dem Wald. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Da hinten ist auch noch eine Schnecke. Naja, auf diese Art und Weise war der Weg auf jeden Fall nicht umsonst hierhin.
Ah, okay. Ich hab's offenbar nicht gemacht. Denn das, wovon ich spreche, müsste hier gewesen sein. Hier war das, glaube ich. Dann ist es ein anderer Spielstand. Gut zu wissen. Der ist hin. Okay. Hat Selbstmord begangen. So, hatte ich hier jetzt nicht noch irgendwo noch eine Schnecke gesehen? Von hier irgendwo eine gelbe? Da hinten. Da hinten ist auch eine. Ich will mich jetzt aber gar nicht... Will ich mich jetzt so weit von allem entfernen? Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Aber was soll's. Bisschen Abenteuer muss auch mal sein. Wenn ich schon die ganze Zeit hin und her... Eier. Und dann im Endeffekt... Aber nicht so viel Abenteuer mach. Ist ja auch boring. Noch eine blaue. Aber ich glaube, die blaue war die nur einen von diesen Elementen mit sich bringt. Zum, Energiefragmente, so. That's the name of that shit. So, jetzt versuche ich mal wieder... Ach, guck mal, da geht sogar meine... die Hypertube durch. Okay. Dann holen wir uns jetzt noch die gelbe da. Oh oh. Nein, nein, au. Got you, Motherfucker. Ach du Scheiße. Ja, genau. Ja, genau. Au. Ah, hör auf. Ich will doch gar nichts von dir. Selber. Ja, ja, lauf weg. Ah, da war die Schnecke. Bewachen die die? Ach, leck mich. So. Ach, Kehr, halt die Fresse. Gut, also ein paar Schnecken habe ich einkassiert. Dann hat sich der Ausflug wenigstens gelohnt. Denn für meine Drohnen... Oh oh, ah. Denn für meine Drohnenabenteuer... Also meine Drohnenbau... Pläne. Brauche ich. Den Scheiß. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Computer wir schon gebaut haben. Da hinten. Und hoffen, dass die Teile jetzt nicht so extrem rar sind, dass es wieder nicht hinhaut. Und dann holen wir noch Quarz. Denn ich muss ja auch Quarz-Oszillatoren bauen.